CDU-CSU-Fraktion das Wort und er hat den Ehrgeiz, das genauso zu machen wie der Kollege Senz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Fechner, Ihre Aussage, dass mit diesem Gesetz, dass wir jetzt dann mehr Vergewaltiger verurteilen könnten, wenn die Union nicht wäre, das bedarf natürlich der Kommentierung durch mich. Es wird Sie nicht überraschen. Ich möchte an der Stelle schon mal darauf hinweisen, dass wir heute mehr Vergewaltiger vor allem deswegen verurteilen können, weil wir einen neuen Straftatbestand haben. Das berühmte Nein heißt Nein. Für diesen Straftatbestand hat die Union gekämpft. Dafür haben die Frauen in der Union gekämpft und glücklicherweise auch die Frauen in der SPD, leider nicht der SPD-Bundesjustizminister. Und die Bemerkung, die kann ich mir nicht verkneifen. Aber Ich nehme sie als geläutert wahr, und deswegen hoffe ich, dass, sollten wir wieder rechtspolitische Koalitionsverhandlungen haben, dass wir dann gerne verhandeln können über die Versuchsstrafbarkeit beim Cybergrooming. Das ist uns nämlich ein großes Anliegen und wird die ganze Zeit durch die SPD blockiert. Liebe Kolleginnen und Kollegen, gestatten Sie mir, dass ich als letzter Redner aus diesem Gesetzespaket, so wie es uns vorliegt, noch zwei Teilaspekte rausgreife. Einmal ein paar Sätze noch zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens. Der Titel sagt es schon, es geht um Verfahrensvereinfachung, Verfahrensbeschleunigung. Dieser Satz, den wir alle aus dem Studium kennen, die Strafe soll der Tat auf dem Fuße folgen. Wir haben vorliegend bestimmte Komponenten, die, ich will mal sagen, eine Straffung des Befangenheitsrechts darstellen. Das Befangenheitsrecht, das, und das wissen die Praktiker in der Vergangenheit, immer wieder gezielt zur Verfahrensverzögerung missbraucht worden ist, so muss man es schon fast nennen. Eben Kollegin Winkelmeier-Becker hat es gesagt, zum Beispiel mit der Formulierung des Ablehnungsgesuchs kurz vor Beginn der Hauptverhandlung, dem wollen wir einen Riegel vorschieben. Die Hauptverhandlung kann jetzt beginnen, und zwar kann sie fortgesetzt werden bis zur Verlesung des Anklagesatzes. Und zudem hat der Vorsitzende jetzt die Möglichkeit, eine Fristsetzung zu formulieren für die schriftliche Begründung dieses Ablehnungsgesuchs. Und auch das führt letztendlich dazu, dass Verfahren nicht weiter verschleppt werden darf. Und auch noch zwei, drei Sätze zur Änderung des Beweisantragsrechts. Auch das mittlerweile leider ein sehr missbrauchsanfälliger Bereich. Und hier wird neu eingeführt, ich habe es in der ersten Lesung auch schon skizziert, dass der Vorsitzende nun nach Ende der Beweisaufnahme eine angemessene Frist setzen kann, binnen der weitere Beweisanträge gestellt werden dürfen. Und danach sind sie eben einfach nicht mehr möglich. Dass ich da zusammenfassend sagen will, dass wir hier einen praxistauglichen Instrumentenkasten haben, der letztendlich dazu führt, dass wir das Strafverfahren werden straffen können. Und nun noch im zweiten Teil meiner Rede ein paar Sätze zum Fahrverbot als Sanktion, weil das die eigentliche Zielsetzung auch meiner Berichterstattung ist. Sie kennen die Rechtslage. Bisher ist es so, dass es das Fahrverbot als Sanktion eben nur dann gibt, wenn die Straftat im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr steht. Und diese Verbindung wollen wir aufheben, und das aus guten Gründen. Ich würde sagen, in einem Rechtsstaat manifestiert sich der staatliche Strafanspruch in der Verurteilung. Strafe und auch Nebenstrafe, die sollen einerseits Tatunrecht sühnen, sie sollen Genugtuung für das Opfer sein und sie sollen eben auch auf den Täter einwirken. Diese dritte Komponente, diese Spezialprävention, das ist vor allem dann im Jugendstrafrecht noch mal sehr viel intensiver. Hier steht der Erziehungsgedanke über allem. Man will auf den Täter, der noch formbar ist, in jugendlichem Alter einwirken. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass dieser vorliegende Entwurf nun diesen Instrumentenkasten an Nebenstrafen erweitert und eben auch ein Fahrverbot zulässt, wenn die Straftat nicht im Zusammenhang mit dem Straßenverkehr begangen wird. Das Fahrverbot bleibt Nebenstrafe. Die Dauer im Erwachsenenstrafrecht wird erhöht von maximal 3 Monaten auf maximal 6 Monate. Im Jugendstrafrecht bleibt sie bei 3 Monaten, eben wegen dem Erziehungsgedanken. Und das Fahrverbot soll eben in Betracht kommen, wenn es zur Einwirkung auf den Täter erforderlich scheint und das kommt dem Täter ja auch zugute, wenn es zur Vermeidung einer Freiheitsstrafe
zielführend ist. Wir erhoffen uns hier ein Instrument, das effektiv einwirken kann, nämlich zielgenau, spürbar und schuldangemessen. Und deswegen glaube ich, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich will noch ein Missverständnis aus dem Weg räumen, weil das immer wieder proklamiert wird. Die Anhörung hat eigentlich sehr deutlich ergeben, dass sich vor allem die Praxis ein solches Instrument wünscht. Und das wollen wir heute beschließen. Deswegen bitte ich um Zustimmung. Vielen Dank. Vielen Dank und auch Lob. So, jetzt hat der Kollege Christian Ströble um das Wort zu einer Kurzintervention gebeten. Bitte, Herr Ströble.